Rote Welt. Blaue Welt. Mit Barbara Bayer. Und Axel Schröder. Rote Welt, blaue Welt. Was ist das und warum braucht man es auch im Unternehmen? Beide Welten, warum das so wichtig ist, wollen wir heute in diesem Video besprechen. Und ich bin dein Gast heute, Barbara. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und jetzt schießen wir mal los. Was ist die rote Welt? Was ist die rote Welt? Ja, das ist ein spannendes Thema tatsächlich. Die rote Welt würde ich so beschreiben mit Wertschöpfung ohne Wissen. Wertschöpfung ohne Wissen. Wie soll das funktionieren, wenn ich nichts weiß? Was passiert denn eigentlich in unserer Welt die ganze Zeit? Da sind unglaublich viele Überraschungen, Unvorhersehbares, Unkalkulierbares, Unplanbares. Da wissen wir nicht immer Bescheid, was jetzt am besten wirkt. Ist es dann aber nicht Wissen oder ist es dann vielleicht nicht vorhersehbar oder schlecht planbar? Ja, darin liegt ja genau das Geheimnis zwischen der blauen und der roten Welt. Blaue Welt, jetzt erzähl mal, wie verstehst du unter der blauen Welt? Also ich würde die blaue Welt so interpretieren, dass sie eben mit Wissen bestückt ist, etwas, was konservierbar ist und etwas, was planbar ist. Mhm. Ist es auch das Erfahrungswissen von den Mitarbeitern dann? Das Erfahrungswissen, aber ich würde wirklich sagen, das erlernte Wissen. Also das, was ich auch immer wieder reproduzieren kann. Also ein Prozess, ja, den ich immer routinemäßig abrufen kann. Das ist blaues Wissen. Mhm. Also Prozessmanagement würde bei dir eher in die Kategorie des blauen Wissens reinfallen. Was ist dann so ein typisches Beispiel für die rote Welt? Also ein typisches Beispiel für die rote Welt ist, du kommst an deine Baustelle und alles ist anders wie gedacht. Mhm. Lauter Überraschungen. Das Vorgewerk ist zum Beispiel noch nicht fertig oder du kannst den Container nicht so hinstellen, wie du es eigentlich geplant hattest. Mhm. Also lauter Überraschungen, lauter Unvorhersehbares. Und jetzt ist es im Grunde genommen wesentlich wichtiger, dass du Ideen hast, mhm, und ein gutes Gefühl, wie gehe ich jetzt damit um. Aber dann, und da will ich jetzt drauf einhaken, einfach irgendwann wird auch die rote Welt zur blauen Welt. Weil wenn ich das 20 Mal erlebt habe, dass der Container da nicht so hinzustellen geht auf irgendeiner Baustelle, dann weiß ich ja, wie ich eigentlich reagieren muss. Dann ist doch eigentlich das auch schon wieder ein Prozess. Mhm, Container passt nicht, Stadtereignis sozusagen. Jetzt muss ich mir überlegen, wo stelle ich denn sonst hin? Muss ich was beachten, vielleicht noch wegen Brandschutz oder wie auch immer? Oder Asbestbelastung oder sonst was. Und dann kann ich das aber doch so machen entsprechend. Und da habe ich doch eigentlich, wenn ich immer wieder Unvorhergesehenes habe und es immer wiederkehrt, kann ich es doch eigentlich auch Erfahrungswissen und irgendwann Prozesswissen nennen. Also ja und nein. Hm? Ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, hast du jetzt gerade eine sehr schöne Checkliste, mhm, eigentlich aufgeführt. Und eine Checkliste wäre für mich wieder blaue Welt. Mhm. Also Wissen, ja. Und ich check das sozusagen ab. Fakt ist jedoch, dass nicht jede Baustelle identisch ist. Das heißt, ich kann auf jeder Baustelle wieder irgendwas Neues erfahren. Mhm. So, jetzt stell dir vor, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, du musst genau nach diesem Prozess oder nach dieser Checkliste verfahren. Mhm. Und jetzt kommt derjenige an die Baustelle und sagt, warte mal, hier steht's aber ganz anders. Jetzt rufe ich aber den Chef an, weil jetzt weiß ich nicht, wo ich den Container hinstellen soll. Mhm. Und das ist ja eine typische Situation. Und jetzt bin ich in der roten Welt. Und jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich als Mitarbeiter nicht den Chef anrufe, mhm, sondern selber die Idee entwickle. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil natürlich weiß der Mitarbeiter in der Regel, wo er den Container dann hinzustellen, mhm, hat. Aber um das einfach zu verdeutlichen, dass er eben nicht den Chef anruft, sondern selber diese Idee entwickelt, selber dieses Gefühl, okay, das steht zwar hier Container immer so platzieren, dass es arbeitssicherheitstechnisch gut ist, dass ich gut den Schutt reinwerfen, mhm, kann und so weiter und so fort, aber ich kann nicht jedes Mal exakt im Handbuch stehen haben, wo der Container steht. Ja, gehe ich mit. Auf der anderen Seite, und jetzt komme ich wieder so aus der Lean-Management-Ecke und Toyota-Produktionssystem und so weiter,
Da gibt es ja auch unvorhergesehene Probleme. Und dann ist der Mitarbeiter angehalten, da diese Andon-Leine, diese Reißleine zu ziehen, das hast du vielleicht schon gehört auch, um dann dieses Problem zu lösen. Dieses Problem kann ja irgendwas sein, aber letztendlich wird dann erwartet, dass der Mitarbeiter quasi Vorschläge macht, was zu tun ist. Und dann, aber das ist auch ein Standardvorgehen, indem ich sage, was ist das Problem wirklich, was ist die Ursache vielleicht, was sind Lösungsmöglichkeiten und wie kannst du dann wirklich dann bestmöglich eben abstellen. Ja, also natürlich ist es ein Standardvorgehen, dass er vielleicht bestimmte Fragen sich erstmal abfragt. Aber du wirst Mitarbeiter haben, egal ob auf der Baustelle oder auch in der Produktion, die können damit schneller und intuitiver umgehen und haben ein besseres Gefühl dafür und wissen jetzt, dass sie nicht in einem Handbuch nachschlagen können, diese Situation, sondern die haben dieses Gefühl entwickelt, dieses gewisse Quäntchen. Also ich sag mal, die Unterscheidung ist, dass du in der blauen Welt eher die Frage stellst, wie mache ich das? Und in der roten Welt, wen frage ich oder wer kann das? Dann kenne ich aber auch Unternehmen, wo dann auf einmal Mitarbeiter sofort immer beim Chef anrufen. Ich habe da ein Problem. Ne? Du kennst ja dieses Äffchen auf der Schulter. Ich habe das immer so als Monkey-Business bezeichnet. Und sobald dann der Chef dummerweise sagt, ja, ich kümmere mich, hüpft das Äffchen natürlich dann auf die Schulter des Chefs. Und dann hat er nicht nur sein eigenes Äffchen, sondern auch noch irgendwann eine ganze Affenbande. Also wie schaffe ich es dann eigentlich, dass dann der Mitarbeiter wirklich mitdenkt und mitarbeitet und im Sinne von eigene Problemlösungsvorschläge auch bringt und nicht dann nur sein Problem irgendwo ablädt, weil es halt einfach das Einfachste ist, ne? Ja, also das ist natürlich noch ein bisschen eine komplexere Angelegenheit. Und ich möchte jetzt nicht deiner Frage ausweichen, aber auch Komplexität und Kompliziertheit sind Unterscheidungen zwischen Rot und Blau. Also in der blauen Welt bin ich eher mit komplizierten Dingen beschäftigt, während ich in der roten Welt eher komplexe Themen habe. Und warum ich darauf komme, ist, weil jetzt arbeiten wir also mit Menschen. Ne? Der eine Mensch reagiert so und der andere so und der eine ruft immer beim Chef an. Und der Chef nimmt gerne das Äffchen, weil er den Problemlösungsreflex hat. Ja, und der andere Chef sagt, warte mal, das muss doch irgendwie anders gehen. Der kann das doch bestimmt selbst auch lösen. Was aber häufig passiert, ist, dass der Chef entweder sofort die Antwort vorgibt, ja, weil er hat diese Intuition. Ja, er hat vielleicht dieses Gefühl entwickelt, aber seine Mitarbeiter, entweder aus Bequemlichkeit, sagen sie, ach, der Chef weiß schon immer, ne? Oder der Chef hat es vielleicht, oder Chefin, ja, hat es vielleicht noch nicht zugelassen, dass tatsächlich die Mitarbeiter eben auch dieses Gefühl entwickeln dürfen. Sagen können, nein, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich weiß, wie das jetzt als nächstes, was ich tun muss, ohne dass ich in einem Handbuch nachschlage oder ohne, dass ich jetzt jedes Mal irgendwie den Prozess wieder neu anpassen muss. Ne? Und ich glaube, wichtig ist es tatsächlich zu erkennen, dass unsere Welt, die früher viel, viel stärker in Routinen abgelaufen ist, heute mit viel mehr Überraschungen konfrontiert ist. Also eine wesentlich dynamischere Welt, in der wir heute leben. Also das ist so, würde ich sagen, diese grobe Unterscheidung zwischen Rot und blauer Welt. Ist dann die blaue Welt eigentlich die Regel und die rote Welt die Ausnahme? Also brauche ich auch zuerst mal ein Stück Organisation, Struktur, Prozess, Regel, damit ich überhaupt danach auf die Ausnahme angemessen reagieren kann, dass ich überhaupt erkennen kann, was ist jetzt überhaupt eine Ausnahme von der Regel? Also auf jeden Fall richtig, was du sagst, dass die blaue Welt schon mal Regeln beinhaltet, Checklisten, Prozesse, also Planung, ne, die komplizierten Dinge sind kausale Zusammenhänge. Ich weiß, wenn das, dann das. Und das ist, ich würde sagen, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und überhaupt erstmal zu erkennen, dass es beides notwendig ist, drauf zu gucken und die Robustheit in eine Organisation eben reinkommt, wenn ich beide Welten gut verstehe. Und wenn ich aber versuche, rote Probleme mit blauen Lösungen nur noch zu bestücken, dann übersteuere ich mich. Ja? Und wenn ich aber umgekehrt genauso, wenn ich alles irgendwie so selbst organisiert und laufen lasse und da wird schon irgendwie ein Gefühl sich entwickeln,
dann würde ich auch sagen, haben wir ein Problem in der Wertschöpfung. Da fällt mir gerade Stichwort ein, das klassische Projektmanagement. Jetzt sagt jeder Projektleiter von seinem Projekt ja, mein Projekt ist einzigartig, und so ist eigentlich auch ein Projekt definiert, dass es eben eine individuelle Geschichte ist. Aber wenn ich jetzt an größere Unternehmen zum Beispiel denke, die jetzt Multiprojektmanagement machen, also zum Beispiel jetzt ein Gebäude errichten, ist es ja letztendlich auch immer wieder dieselbe Vorgehensweise, wie ich ein Projekt durchführe. Also ich brauche eben, was ich zuerst eine Baugenehmigung, ich muss eine Finanzierung sichern, ich muss Lieferanten auswählen, Checkliste durch, richtig. Obwohl eigentlich das ja ein individuelles Projekt wäre, ist die Vorgehensweise, wie ich es durchführe, doch wieder blau. Die ist blau, aber was auf jeden Fall rot ist, ist, wenn du so ein Projekt startest, dann weißt du in der Regel noch nicht, wie genau das Ergebnis aussehen wird. Also es mag bestimmte Projekte geben, wo du es dir sehr genau vorstellen kannst, was am Ende rauskommt. Dann ist es ein klarer Prozess dahinter. Und ich würde auch gerne nochmal zurückspringen von dem, was du am Anfang gesagt hast. Wenn ich doch immer wieder mit demselben Problem konfrontiert bin, dann wäre es tatsächlich dumm, wenn das eine Routine ist, die immer wiederkehrt, das nicht in einen Prozess zu fahren kann. Mhm. Ja? Aber manche Dinge, die verändern sich so schnell, da macht es keinen Sinn, jetzt jedes Mal den Prozess wieder neu anzupassen. Mhm. Und um auf das Projektmanagement zurückzukommen, ist es tatsächlich so, dass du nicht notwendiger weißt, wie wird das Ergebnis aussehen. Und im Projektmanagement hast du es ja in der Regel auch mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Und du weißt nicht, wer bringt die Stärke hier noch ein oder was passiert im Verlauf des Projektes. Ne? Natürlich weißt du, wenn du das Projekt oder wenn du eine große Baustelle planst, am Ende soll das Haus oder das Gebäude oder das Dach oder was auch immer stehen. Natürlich kannst du dir vorstellen, wie das aussehen wird. Aber währenddessen werden immer wieder Überraschungen passieren, werden immer wieder Dynamiken ins Projekt hineinströmen. Und da geht es darum, die Menschen so zu entwickeln, dass sie lernen, mit diesen Überraschungen umzugehen. Das war jetzt für mich eine super Erklärung. Ich kann es ungefähr einordnen, was die rote Welt und die blaue Welt wirklich ist. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen, wo wir uns darüber unterhalten, wie kann man Leute wirklich so entwickeln, dass sowohl die rote als auch die blaue Welt im Unternehmen Anwendung findet. Freue ich mich sehr drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.